Der Schlussstein des Nebelmeisters versiegelte Kryptors Grotte, auch wenn die nachtblauen Ströme nicht zur Gänze erstarben. Ihn zu heben und das Siegel zu brechen, wird Vajad zur alten Größe zurückführen. Doch dies vermag weder die Macht der Algengöttin Barlana, noch des siebenäugigen und fünfzüngigen Prüfsteins Kordasil, des Haiherren Scholeirak, des Krakenvaters Jon Nahoch oder der Seeschlange Shamashtu. Erst recht nicht die falschen Diener Galk'Suls. Dies vermag einzig das heilige Wesen und der Tentakel Kryptors, mein Schüler, Darun Paligarn. Am Ende seines Weges steht Vajad, wo meine Reise begann und meine Feinde mich vertrieben und die Wiedergeburt des nachtblauen Meeres. So habe ich es gesehen und so wird es geschehen, wenn Habamuts Ruf erschallt und die Sterne vom Himmel weichen. Rondra tanzt mit Effert. Ein vielgehörter Sinnspruch. Zar gibt, Borun nimmt. Doch kennt ihr die Geschichte der jenseitigen Familie? Schwarze Mutter, feuriger Vater, sehender Sohn, tiefe Tochter. Auch sie haben Sinnsprüche und Legenden. Einst verführte die eine und all eine schönstes Wesen hinter dem Sternenwald den Mordbrenner. Die Herzogin der nachtblauen Tiefe zürnte, dass sie ihn für sich und die Seeschlange wollte. Da nahm sie ihre Wut und versenkte Jerkesh. Die Stadt verging und mit ihr das Heiligtum. Mittlerweile hat die Tochter ihre Tentakel nach Janka ausgestreckt. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Belkeleel sich rächt und ihrerseits eine Pforte auf ewig schließt. Abend des 27. Praios. Die Zeit im Nebel verfliegt viel zu schnell, doch nun habt ihr hoffentlich eine sichere Bleibe für die Nacht. Das kleine Viertel Perenabad in Janka mit den zahlreichen Obstplantagen gehört dem schnauzbärtigen Händler Olim ibn Gaftar, doch dieser hat euch nicht sonderlich gastfreundschaftlich aufgenommen und erregt euren Ärger, weil er den Landwirten Schutzgeld erpresst. Die Perennegeweihte Nahaban versucht derweil nur die Versorgung sicherzustellen, doch diesen Abend könnt ihr hier unterziehen. Die Ferkiner haben sich euch angeschlossen, doch in der Stadt warten zahlreiche weitere Gefahren. Neben den Kultisten gibt es nun auch noch ein unheiliges Bild in eurer Villa, was sicherlich noch einige Mysterien für euch bereithält. So jedoch betretet ihr den Kuppelbau des Tempels, blickt euch um. Was mögt ihr tun? Mutter Nahaban noch bei uns? Die ist bereits vorgegangen und würde sich dann euch anschließen und einige kleine Spalten im Tempel euch dann zuweisen, damit ihr dort schlafen könnt. Hier bin ich. Ich habe euch gerade noch von den Bauern einige Pelze bringen lassen, damit ihr es in der Nacht nicht allzu kalt habt. Aber sagt, gibt es nicht einen Visierenpalast, Visiererpalast in der Mitte? Das ist richtig, euer Gnaden. Und aufgrund des Nebels fürchtet ihr euch jetzt, ihn zu betreten, ja? Ja, Furcht ist ein großes Wort. Ihr müsst euch dafür nicht schämen, ich kann das verstehen. Zeit und Raum sind seltsam dort drinnen. Deswegen haben wir beschlossen, die Nacht lieber vor den Toren zu verbringen. Ja, gut, macht das gar nicht verstehen. Dieser Tempel ist noch geweiht, einer der wenigen Orte in dieser Stadt. Wisst ihr etwas über den Raya-Tempel? Wir fanden ihn verlassen vor, bis auf einen Ferkiner. Ich weiß nichts von den anderen Tempeln, also wenig. Früher gab es sie zumindest, ebenso wie eine Sinde-Tempel und zwei Eferdi-Tempel. Aber ich habe gehört, dass sie wohl alle zerstört worden sind. Was davon stimmt, weiß ich nicht. Nun, es wundert mich nicht. Ich würde an eurer Stelle auch nicht in die Stadt gehen. Aber die Götter haben uns nicht völlig verlassen. Raja hat mir ein Zeichen geschickt und mir diese Stute in die Stadt gesandt. Ich habe sie draußen vor dem Tempel gelassen. Ich hoffe, sie frisst euch nicht irgendetwas ab, worauf ihr Wert legt.
Nein, das ist, denke ich, okay. Bei den Ziegen ist es normalerweise das Problem, dass sie mit ihren Hufen und vor allem auch mit den mit ihren Mäulern dann die Wurzeln beschädigen. Und ich glaube, bei Pferden ist das in Ordnung. Ihr sagt, die Ferkiner hatten ein Pferd hier? Ja, in der Arena. Ein merkwürdiges Geschöpf. Ich hörte vor einigen Jahren, dass wohl in der Arena ein schwarzes Chatifried herumlief. Aber das war nicht da, oder? Nein. Es war eher offen gestanden zuerst meine Befürchtung, dass wir dort auf etwas derartiges stoßen würden, nachdem der Haran uns berichtete, dass er ein unreitbares Pferd gefangen habe. Nun, dann entweder ist es gewichen oder sie haben es besiegt. Ich weiß es nicht, aber zumindest habe ich davon gehört, dass es in der Arena von Janka ein solches Pferd gegeben haben mag. Vielleicht kein Pferd, sondern ein dämonides Wesen. Nun, in der Stadt ist vieles im Argen. Aber sagt, hier draußen scheint es euch ja vergleichsweise gut zu gehen. Aber wie ist das mit diesem Olim? Wenn ich das recht verstanden habe, verlangt er Schutzgeld von den Bauern? Ja, er verlangt eine kleine Abgabe und hat die Bürgerwehr ausgehoben. Wir haben diese Umrandung gebaut, die nicht nur dafür da ist, die Tiere hier zu halten, sondern vor allem auch uns gegen Aggressoren aus der Stadt bzw. aus dem Ausland schützt. Ehemals gab es wohl viele weitere Ferkiners, die vor allem die Wanderer im Süden und im Osten angegriffen haben, aber ich glaube, dass viele von ihnen mittlerweile in die Stadt gezogen sind. Ich glaube, der Jera war einer von ihnen, der besonders brutal agierte. Nun, die Ferkiner, die wir dort antrafen, waren nur noch ein kläglicher Schatten ihrer selbst. Nur wenige Männer und nicht einmal mehr beritten. Sie sind ebenso heruntergekommen wie die Stadt. Das erstaunt mich nicht. Aber Olim erwartet Abgaben. Teilweise in Form von Geld, teilweise in Form von Nahrungsmitteln. Das wird alles hier gesammelt und er verteilt dann nach eigenem Gutdünken. Ich stelle das nicht in Frage, weil das System funktioniert und wir überleben. Natürlich. So etwas wie ein Machtvakuum gibt es nicht. Nachdem die Herrschaft hier weggebrochen ist, haben, denke ich, diese lokalen Bandenanführer diese Lücke geschlossen. Und solange er tatsächlich etwas für die Leute tut, unterscheidet es sich am Ende des Tages nicht allzu sehr vom Erheben von Steuern. Da, wo ich herkomme, nennt man sowas Hochstapelei. Auf Hochstapelei steht der Strick. Oh, ich weiß, wie wir das ganz einfach lösen könnten, Sulamin. Du kannst ihn ja später zu, ich weiß nicht, dem Steuereintreiber nennen und für diese Ehre muss er nur, ich weiß nicht, alles, was er bisher eingetrieben hat, an dich als Tribut entrichten. Warum sollte er darauf reingehen? Naja, weil er es dann legitimerweise machen darf. Ansonsten, hat ja Alan ja gesagt, steht der Strick. Ich bin keine Rechtskundige, aber ich glaube, wenn jemand hochstapelt, dann muss er sich auch einen Rang aneignen, den er so nicht besitzt, korrekt? Da die Ausübung der Steuererhebung der Vorrecht des Adels ist so zu tun, als wäre man ein Adeliger, Tatbestand der Hochstapelei. Versucht doch nicht herauszufinden. Redet am besten auch. Nun, die Zeiten sind hart und ich bin mir sicher, eure große und gnädige Visierer wird ihrem Ruf gerecht werden. Nun, aber auch ich muss darauf beharren, dass ihr mit mir ordentlich redet und mir nichts Falsches zuschiebt. Und ich verteidige, wen ich will. Immerhin war Odim die letzten paar Jahre an meiner Seite und er hat ganz hervorragende Arbeit geleistet. Wo wart ihr? Wir haben Rassasor besiegt, wir haben die Organ besiegt. Punkt ist, ihr wart nicht hier. Was richtig. Man kann eben nicht überall sein. Ich verbitte mir in meinem Tempel einen solchen Ton gegen mich oder diejenigen, die ich hier unterbringe. Und ihr seid Gast in diesem Hause. Nun, wir wissen eure Arbeit zu schätzen. Ich denke, es ist in erster Linie euch zu verdanken, dass hier draußen überhaupt noch etwas wächst und Leute davon leben können. Ich glaube, ich schlafe draußen. Wie dem auch sei, ich möchte nur, dass der Ton uns gegenüber angemessen ist.
Es war nicht leicht. Und viele vor euch haben versprochen, dass es besser wird, und am Ende wurden sie alle verrückt. Ich denke nicht, dass ich verrückt werden werde. Wenn, dann denke ich, dass ich hier fallen werde. Aber... Auch da seid ihr nicht die Erste. Aber die Götter opfern ihre Diener nicht vergebens. Wenn ich hier sterbe, werde ich irgendetwas zum Besseren verändert haben. Nun, dann brechen wir das Brot und trinken gemeinsam Wein. Hab Dank. Ja, so könnt ihr euch gemeinsam in diesem kleinen Kuppeltempel umschauen, könnt die Beine-Statue betrachten, eigene Gebete sprechen oder euch misstrauisch noch einmal umblicken in Richtung der anderen Obstbauern, die euch nach den Worten von Boltax misstrauisch anstarren. Nun, so gewinnen wir keine Freunde in der Stadt, fürchte ich. Wir sind nicht hier, um Freunde zu gewinnen. Das sehe ich auch so. Warum sollten wir uns mit den Obstbauern anfreunden? Wir sind hier, um die Inanspruchnahme des Throns der Visiere zu Janka zu gewährleisten. Lass ganz exakt, wir sind hier, um der Visiere bei ihrer heiligen Pflicht nachzustehen, beizustehen. Und nicht sie zu behindern in ihrer Aufgabe. Und wir sind primär hier, um den Hafen zu befreien und diesen Eimer zu beseitigen. Und sobald wir das getan haben, wird niemand in dieser Stadt leugnen können, dass Sulamin als Visierer hier ihre Aufgabe verrichtet. Und das nur, gut. Nun, hin und wieder muss man etwas diplomatischer vorgehen. Und nicht mit dem Schwert in der Hand. Ich denke, man muss Ergebnisse präsentieren. Ja. Das ist nicht an uns zu entscheiden. Ich denke, das Volk muss daran erinnert werden, dass ihrem Herren auch dann die Treue zu halten haben, wenn sie nicht hier sind. Die Visiere zu entscheiden und nicht wir. Nun, als Visiere ist es meine Aufgabe, in dieser Stadt wieder Recht und Ordnung herzustellen, aber auch die Lebensumstände der Leute zu verbessern. Ich bin bis zu einem gewissen Punkt nachsichtig, dass sie unter den momentanen Umständen nicht allzu vertrauensvoll sofort sich uns anschließen wollen, um gegen eine Bestie zu kämpfen. Aber ja, ich dachte, es wäre gut, erst Verbündete zu gewinnen, um nun etwas weniger Feinde im Rücken zu haben. Aber ich glaube, an der Sache mit den Ergebnissen ist etwas dran. Wenn wir es schaffen, den Malma zu besiegen, dann wird sich schlagartig für diese Stadt eine ganze Menge ändern. Und ich denke, dann haben wir es auch leichter, die Leute auf unsere Seite zu bringen und, nun ja, ihr Vertrauen zu gewinnen. Diese Stadt ist bis ins Mark verdorben, Sulamin. Hier gibt es nichts zu retten. Niemanden, dem ihr vertrauen könnt, weder vorher noch hinterher. Naja, außer uns, selbstverständlich. Aber wir kommen ja auch nicht aus dieser Stadt. Ich denke, solange es auch nur einen einzigen götterfürchtigen Menschen in dieser Stadt gibt, ist unsere Pflicht für diesen Menschen, diese Stadt wieder bewohnbar zu machen. Bislang habe ich noch keinen von der Sorte getroffen. Ja, weil unsere Geweihte hier ist schon götterfürchtig. Ich werde in ihrem Haus nichts Schlechtes über sie sagen. Sie ist verbittert, aber ich denke, das wären wir alle, wenn wir hier schon so lange die Stellung gehalten hätten. Derweil gesellt sich Hüvilla Marx Wuchsecker zu euch, die mit den Trollzackern wohl wenig anfangen kann. Fragt so ein bisschen abschätzig in die Runde. Verzeiht, darf ich mich zu euch gesellen oder bin ich wieder nicht eingeladen, weil ich kein Offizierin bin? Ich komme mit der ruppigen Art der eurer Trollzacker noch nicht ganz so recht, von daher. Wieso das? Die am besten benehmen. Ja, sie haben mir gerade ein Ohr abgeschnitten, seht mal. Oh. Ja, sie haben ihrem Mann geboten, mir ein Ohr abzuschneiden. Oh, du musst das aber nett. Du musst mit Schamane reden. Der hat wunderbare Geschichten zu erzählen. Oh, also, was deiner Mutter passiert ist, oh, da wirst du lachen. Also, ist das jetzt eine Ausladung, Meister Boltax? Oder? Nein, nein, ihr könnt euch gerne zu uns gesellen. Ich meinte nur, die beiden von uns genannten Trollzacker sind nicht so ruppig, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheinen. Stierkopf-Schamane ist der mit dem Stierkopf, ja? Ja. Okay. Bitte, das ist eigentlich ein ganz netter. Danke. Die beiden verteidigen nur ihren Stamm.
Also nehmen wir an, dass wir die Nacht überleben. Ich gehe mal davon aus, dass wir Wachen aufstellen und dann uns wieder zurück am nächsten Morgen in den Nebel zurückziehen. Wie lange wollen wir denn jetzt hier bleiben? Wollen wir den Malmer tatsächlich besiegen? Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Ja. Haben wir dazu schon einen Plan? Ja. Mhm. Okay, darf ich den erfahren? Also ich habe eine Armbrust dabei und kann sicherlich vielleicht auch ein zweites Mal auf ihn schießen, gerne noch auf die Augen, aber wie sieht der Plan sonst aus? Das Problem ist, dass bevor wir uns dem Malma widmen können, noch eine unbestimmte Anzahl von Kultisten zwischen uns und dem Malma steht. Und nach allem, was wir wissen, werden das nicht wenige sein. Und warum schleichen wir uns nicht durch die hindurch und schießen so auf den Malma? Also, was hat der Kult damit zu tun? Der Malma ist sehr groß und ihn zu bekämpfen wird keine unauffällige Geschichte werden. Naja, was heißt sehr groß? Also ist er 4 Meter lang oder 5 Meter? Er ist groß genug, um Schiffe zu fressen. Es wurden mit Rotzenkugeln auf ihn geschossen und er liegt immer noch hier im Hafen. Also groß wie ein Drache. Ich denke, so kann man es sich vorstellen. Es ist eine gute Analogie. Drachen sind geschuppt und der ist gepanzert. Gewissermaßen. Aber hier kommt der Clou. Und zwar, wir wollen ihn fesseln und das, was bei einem Drachen nicht funktionieren würde, ihm Feuer unterm Arsch machen. Also wortwörtlich. Und dafür müssen wir ihn erst einmal an Land bekommen. Denn aus naheliegenden Gründen wollen wir ihn nicht in der Bucht bekämpfen. Denn das ist sein natürliches Element. Und offenbar haben die Kultisten eine gewisse Kontrolle über ihn. Aber was hätte eine solche Kreatur von einem Grund, an Land zu kommen? Vielleicht können sie ihn magisch zwingen mit, ich weiß nicht, einer Perle aus seinem Bauch oder so etwas. Vielleicht rufen sie ihn, wenn sie hinreichend in Bedrängnis sind? Okay. Das heißt, sind wir viele vielleicht. Voltax, ihr hattet mit den Torwallern geredet. Diesen Teil habe ich nicht ganz verstanden, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund wäre, warum sie ihn an die Küste rufen sollten. Das wäre in der Tat ein Grund. Naja, also wir stürmen in den Hafen, schlagen auf so viele Töpfe wie geht und wenn er dann erscheint, dann schieße ich ihm in die Augen. Ich glaube nicht, dass ein Bolzen da großartig viel bringt. Solltet ihr euch vielleicht eher für die Kultisten aufbewahren. Oder so. Wie gesagt, wir kochen ihn. Wir machen von unten Feuer oder, naja, improvisieren. Haben wir dann sowas wie Bolzen? Das erinnert mich jetzt so an einen Zeltplan, den man absteckt. Haben wir sowas? Dieser Größe? Wohl kaum. Die müssen geschmiedet werden. Und in diesem Handwerk verstehe ich mich nicht. Irgendwer hier, der schmieden kann? Ja, ich bin ein Zwerg. Das war nicht die Frage. Das letzte Mal, als ich euch darum gebeten habe, etwas zu schmieden, hättet ihr mich fast ausgelacht. Ja, aber... Also, ganz grundsätzlich kann ich schmieden. Ich habe das als Kind ein bisschen gelernt, doch dann wurde ich Geode und habe nichts mehr mit Metall am Hut. Ah, verhütetes Metall. Aber wenn ihr ein Elementarzauberer seid, könnt ihr das Metall nicht... angeschwommen? Ja klar, das ist überhaupt keine Frage. Und ihr seid nicht... Ja. Wäre das eine Möglichkeit, den Malma an Grund und Boden festzunageln? Ja, sicherlich. Wenn ich, ich weiß nicht, 2-3 Jahre Zeit habe, dann klappt das sicher. Was dauert daran so lange? Oh, nun, die Essenz zu finden, zu formen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier in einer verzerrten Stadt und... Das macht es natürlich nicht einfacher. Nun, ich kann das nicht. Also jedenfalls nicht in der Zeit, die wir haben. Aber es gibt jemanden, der das kann. Übersehen wir nicht ein wichtiges Detail? Das Kultisten? Zuerst müssen wir uns um sie kümmern, dann um diese Kreatur. Und wenn wir... Das ist wahr, aber wenn sie ihn dann rufen, müssen wir bereit sein. Wenn dieser Kult des Malmas qualitativ dem Rest der Stadt gleichkommt, mache ich mir darum keine Gedanken.
Poltax, was meint ihr damit, dass es jemanden gibt, der sowas kann? Wollt ihr jetzt in die nach Xorlosch fahren und da jemanden holen, oder wie? Nein, nein. Xorlosch wäre doch viel zu weit weg. Das wäre wirklich nicht sinnvoll. Nein, ich habe einen guten Freund dabei. Und ich würde dir mal den Ring zeigen, den ich an meinem Finger trage. Seht ihr? Ja, seit dem Traviabund. Nein. Ja, danke schön, den habe ich selbst gemacht. Wie kommt ihr auf den Traviabund? Jetzt bin ich verwirrt. Weil es ein Ring ist. Ihr meint jetzt aber auch nicht euren Bruder, oder? Nein, nein, ich meine nicht meinen Bruder. Mein Bruder ist in meinem anderen Ring. Dem hier. Boltax, was meinst du jetzt? Als ich in den Trollzacken war, habe ich einen alten Freund gerufen und hier in diesen Ring gebunden. Und der kann sowas doch ganz gut. Ist ein Djinn des Erzes. Oh, wunderbar, dann haben wir das Problem ja auch gelöst. Und eure Freunde sind uns stets willkommen. Ja, ich weiß, das sind fantastische Freunde. Aber das wäre nicht das Einzige, was er kann. Ich könnte ihn entweder darauf ansetzen, oder ich könnte ihn bitten, nun, diese Kultisten zu dezimieren. Beides geht wohl nicht. Ja, aber ich glaube, den Malma festzuhalten ist wichtiger. Die Kultisten werden wir schon los. Das sehe ich auch so. Ich denke, gegen die Kultisten haben wir selbst bei der unbestimmten Anzahl die Oberhand. Dann vor allen Dingen mit den Verbündeten in der Stadt. Dann wird es eure Aufgabe sein, den Malma in Land zu locken. Und ich halte ihn dann mit meinem Freund zusammen fest. Ja, wunderbar. Wenn wir die Kultisten bekämpfen, würde dann der Malma nicht aufmerksam werden? Ihnen helfen? Das ist der Plan. Das ist die bisherige Vermutung. Vermutlich wird ihn das aus dem Wasser ziehen. Und dann bringen wir ihn um. Aber ihr müsst euch das so vorstellen. Wir sind quasi eine Angelrute. Und der Malma ist das, was wir angeln wollen. Ich dachte, die Kultisten sind die Angelrute. Nein, okay. Die sind unser Köder. Ach, Abelmir, du musst lernen, sowas zu verstehen. Ja. Ich stelle mir das momentan so vor, dass Unmengen Kultisten aus allen Hinterhöfen und Hauseingängen strömen. Denn es scheinen ja absurd viele zu sein, die sich diesem seltsamen Kult angeschlossen haben. Naja, eine ganze Menge von denen würde auch schon tot in der Bucht liegen. Und was erwartet ihr von einer deren verdorbenen Stadt? Realistischer ist es vermutlich, dass sie in den Fenstern lauern und, naja, uns beschießen oder in eine Falle locken. Ich glaube nicht, dass sie alle Bogen schießen können. So verbreitet ist das nicht. In einer Stadt wahrscheinlich erst recht nicht. Wir sind uns zahlenmäßig überlegen. Wir sollten vielleicht den Schlachtgrund selber festlegen, um uns einen Vorteil zu sichern. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich kann eine Wand aus Erz hochziehen. Ich habe eine in den Stab gelegt. Also, ich bin dafür. Wir warten jetzt die Nacht hier. Warten dann nochmal eine Nacht in der Stadt, machen unsere Verbündeten bereit. Und morgens marschieren die ja wieder zurück von ihrer nächtlichen, was auch immer die da tun. Und dabei töten wir die alle. Bei Sonnenaufgang wurden schon viele Schlachten gewonnen. Ja, außerdem sind die Männer dann gut ausgeruht. Und das schadet eigentlich nie, vor allen Dingen, wenn die ganze Nacht wach waren. Stimmt, wir haben dieses seltsame Geräusche gehört letzte Nacht. Na, da werden uns bestimmt noch ein paar Umeria in den Weg springen, aber die kriegen wir dann auch schon klein. Warum müssen es immer Umeria sein? Naja, ich denke, das liegt hier am Malma. Denke auch. Ja, können wir nicht nachdenken, genau. Können wir nicht mal irgendwo hingehen, wo es keine Homeria gibt? Naja, da müssten wir vermutlich in die Wüste kommen. Also, da habe ich noch nie von Homeriern gehört. Aber was willst du da? Da ist doch nichts. Also, bei uns in Xorlosch gab es auch keine Homeria. Aber da dürfen wir auch nicht rein. Wir können das in Angriff nehmen, wenn wir das mit Paligan erledigt haben, ja? Nein. Dann jagen wir Drachen. Drachen sind keine Homeria. Ich stimme dem vollumfänglich zu. Oh, bisher wart ihr noch gar nicht eingeladen, jetzt dürft ihr doch mitkommen. Oh. Aber ja, dann haben wir es doch eigentlich besprochen. Abelmir, du wirfst doch da bestimmt einen Feuerball in die Mitte, oder? Und ich denke, es gibt ein paar wertvollere Zauber, die ich benutzen könnte. Überlass das mir.
Oh, ich freue mich immer, wenn du was machst und dann sterben sie alle. Kreativität. Das habe ich schön ausgedrückt. Gefragt. Oh. Ja, und in diesem Falle wird wohl Feuer mit Feuer bekämpft werden müssen. Aber es ist ein Wesen des Wassers. Das passt nicht, Jalan. Haben wir schon einen Plan, wie wir diesen Homeria ausbrennen wollen? Wie wollen wir so schnell so viel Feuer erzeugen? Naja, ich würde sagen, Abelmir erzeugt ein bisschen Feuer und ich fache es weiter an. Nun, ein wenig Stroh wird sich wohl auftreiben lassen und, ich weiß nicht, Teer oder so? Ich dachte eher an einen elementaren Wirbel. Gut, also ihr habt eure magischen Möglichkeiten. Nun, und wie lange brennt er? Nun, lange. Wie lange? Lang genug, um einen riesigen Malma durchzukochen? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und dann schlage ich vor, wir beschaffen vorher noch ein wenig Brennmaterial. Naja, das werden die Torvaler wohl gemacht haben. Das ist ja ihr Plan. Die sind ja nie ganz bescheuert. Es sind Torvaler. Da gebe ich mir recht. Aber wenn wir jetzt gerade in Paranabad sind. Wenn wir jetzt gerade in Paranabad sind, dann können wir doch die Bauern hier fragen, ob sie uns getrocknetes Stroh oder sowas geben. Deswegen sprach ich gerade davon. Okay. Das ist ein guter Punkt. Doppelt hält besser. Ich glaube, auch an der Stelle könnten wir immer mehr Feuer brauchen als zu wenig. Lampenöl ist sehr gut für diese Sache geeignet. Nun, das wird sich aber wohl kaum fässerweise auftreiben lassen. Ja, ich wollte gerade sagen, aber mir gehen wir zusammen auf den Markt und schauen wir mal, was wir so bekommen können. Während Pech und Teer in einer Hafenstadt vermutlich eher aufzutreiben sind. Teer ist auch sehr gut geeignet zum Brennen. In ausreichender Menge und ausreichender, Temperatur. Dann lasst uns diesen verdammten Malmar teeren. Ihr wart doch schon am Hafen, oder? Ihr habt irgendetwas von Effertgeweihten erzählt? Ja, aber die haben nichts mit Feuer am Hut zu lamieren. Das ist nicht deren Metier. Ja, ich weiß, aber ich dachte, ob sie vielleicht noch mehr über die räumlichen Begebenheiten am Hafen wissen. Das könnte gut möglich sein, aber dann müssten wir wieder zum Hafen, um mit ihnen zu sprechen. Naja, darf ich an der Stelle mal anmerken, dass ich es für unwahrscheinlich halte, dass das wirklich noch Effertgeweihte sind? Nun, sollten es keine wirklichen Effertgeweihten sein, sollten wir sie finden und zur Rechenschaft ziehen. Ich bin in diesem Punkt auch eher pessimistisch und würde sie nicht als Unterstützung sehen. Es ging eher darum, das Gelände zu kennen. Aber ich weiß nicht, ob man das Gelände in Janka jemals wirklich kennen kann. Das denke ich auch, das wird ein Problem. Wir werden uns eh nie wieder hier zurechtfinden. Aber wo wollen wir kämpfen? Dort, wo wir die beiden Effert-Tempel vermuten? Oder wohin gehen wir mit unseren Männern und Frauen? Ihr meint, es ist dir, als wir bei den Tempeln waren, irgendwas aufgefallen, was kultig aussah? Ja, nämlich nicht. Und vielleicht sollten wir die Torvaler fragen. Die wissen sicherlich sehr gut Bescheid in dieser Stadt. Also. Ja, das denke ich auch. Wissen wir denn, wo exakt diese vorgebliche Pforte des Gehorns liegt? Ist sie draußen in der Bucht oder näher an Land? Unter dem Malma liegen? War nicht davon die Sprache? Wo genau ist das? Wir sollten so weit weg wie möglich davon aufhalten. Naja, vermutlich im Wasser, weil er auch im Wasser ist. Aber wo im Wasser? Ja, entweder im Hafen oder, wenn wir Glück haben, etwas weiter draußen in der Bucht. Aber wir sollten vom Schlimmsten ausgehen. Also geht besser davon aus, dass die Pforte des Grauens direkt im Hafen liegt. Ich denke auch im Hafenbecken, das ist schon sehr wahrscheinlich. Immerhin ist ja auch die Stadt so merkwürdig. Das hängt bestimmt miteinander zusammen. Dann wäre es doch gut, wenn wir mit den Ephedis noch einmal sprechen. Also, ob sie verdreht sind oder nicht, aber vielleicht wissen sie mehr. Und ich stimme jetzt zu. Es könnte sein, dass im allgemeinen Chaos die beiden am Ende verschwinden. Oder schlimmer noch, sich den Kultisten anschließen. Wollen wir mit 50 Wolfsackern dahin marschieren? Ach, der Mantes.